Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Apartment und meiner neuen Soundkulisse im Hintergrund. Yo, ich bin's mal wieder, euer Dr. Fritz Kaltmann, das ist mein Hund Petkin. Der hat einen scheiß Namen und ich wollte eigentlich ändern, aber ich kann das nicht, okay? Ich wollte mal zeigen, wie ich jetzt wohne. Ich habe meine Bude ein bisschen eingerichtet. So, meine Freunde, hier sehen wir zum Beispiel mein neues tolles Sofa inmitten von zwei Palma de Mallorca Palmen. Hier haben wir es schön kuschelig, ne? Dazu sehen wir hier einen Fernseher, den du, egal wo du sitzt, der ist einfach viel zu klein. Guck mal, wir setzen uns mal dahin hier. Du guckst irgendwie immer auf daneben, weil ich mich in die Mitte deines Sofas nicht setzen kann. Gut. Weiter im Text hier. Guckt mal, meine Freunde. Erstmal wenig eingerichtet. Ich weiß dafür, dass ich eigentlich, wenn ich mir so ein Apartment leisten kann, so ein riesen Apartment habe. Aber das Geld geht hier alles für meine Miete drauf, ne? Deswegen kann ich mir auch so wenig leisten. Jo, das ist meine draußen Chill-Ecke. Wenn mal ein paar Kollegen hier sind, zum Beispiel der Dr. Würstchen, ne? Dann chillen wir draußen und unterhalten uns so über Doktorsachen, ne? Ja. Gut, des Weiteren, das hier ist zum Beispiel mein Pool, da wo halt mein Hund drin. Waldi, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht hier im Pool schwimmen. Meine Fresse, ey. Da kann ich drin schwimmen, wenn ich Langeweile hab, ne? Ist ja auch viel geiler als im Meer, das direkt hier aneckt. Da gehe ich doch viel lieber in meinem coolen Pool hier schwimmen. Ja, dann schwimme ich hier nach da. Hier ist noch so ein kleines Extra-Becken. Wofür das auch immer gut ist. Und jo, gehen wir wieder raus hier. Steht auch so eine Blume, die habe ich da zwar gar nicht hingestellt, aber ich glaube, das gehört zum Inventar dazu. Gut, dann kommen wir hier hin. Hier ist so eine kleine Terrasse, ne, die direkt von meiner Fickbude, nein, meines Palast der Liebe natürlich, meinem Schlafzimmer, Tapilepide, so, hier wohnt, hier ist quasi mein Kleiderschrank, das Einzige, was ich habe, ich brauche keinen Kühlschrank, ich brauche keinen Ofen, überbewertet, hier ist mein schönes Doppelbett, ihr wisst schon, für die heiße Action in the Night, hier ist meine Nachttischlampe, also, ne, und falls man mal wirklich im Leben Damenbesuch hat, ist dann hier direkt, während ich mit meiner Freundin im Bett liege, kann Waldi dann von seinem Platz aus zuschauen. Yo, das ist die neue Bude des Dr. Fritz Kalkbrenner. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis dahin, bis mal wieder was Neues kommt hier aus dem Leben von Dr. Fritz Kalkbrenner. Auf Wiedersehen!